Guten Morgen, ihr Lieben. Gott segne euch. Ich möchte zuerst beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass wir hier sein können. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir in deiner Gegenwart sein können, Tag und Nacht. Dass du wirklich in uns lebst, Jesus, dass du, Heiliger Geist, uns führst, Herr. Und ich lobe und ich preise dich für diesen wunderbaren Morgen. Und dass wir das Wort zusammen lesen können, dass du mit uns redest. Ich bete wirklich, dass du unsere Herzen öffnest für dich. Dass wir unsere Herzen öffnen für dich, dass wir bereit sind. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Wir lesen heute den Psalm 18, Vers 2. Psalm 18, Vers 2. Da steht, ich liebe dich, Herr, du bist meine Kraft. Vers 3, der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht und mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Ich werde wie ein Adler auf dich warten, bis der Wind kommt und mich fliegen lässt. Das habe ich jetzt eingefügt. Ich lese nochmal, ich liebe dich, Herr, du bist meine Kraft. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott und meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Lies mal den Psalm 25 noch dazu. Psalm 25, 2 bis 4. Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Damit können wir eigentlich aufhören mit der Predigt. Weil das reicht eigentlich für den ganzen Tag, für unser ganzes Leben, auf ihn unser ganzes Vertrauen zu setzen. Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Ich weiß, keiner wird scheitern, der auf dich hofft. Die meisten von euch kennen Jesus schon eine ganze Weile und können auch einige Zeugnisse darüber erzählen, was sie schon alles mit ihm erlebt haben und durch ihn erlebt haben. Ich selber bin seit 22 Jahren mit Jesus zusammen. Und Psalm 18 und 25 waren Psalmen, die habe ich wirklich oft gelesen und auch gebetet. Und dann war für mich jetzt so die Frage in der Vorbereitung, hat das Veränderung gebracht? Hat das wirklich was verändert in meinem Leben? Habe ich das geglaubt, was ich da gelesen habe? Habe ich das angenommen? Und dann kam mir so eine Begebenheit, das war so vor 20 Jahren, da ging es mir psychisch und körperlich sehr schlecht. Ich hatte starke Magenschmerzen, ich konnte kaum essen und war depressiv. Ich hatte Gott sei Dank eine Nachbarin mit einem Mädchen, was damals im gleichen Alter war wie meine Marika. Und die hat mir dann einfach stundenweise die Marika abgenommen und ich hatte einfach ein bisschen Zeit. Haben mir dann auch Zeit genommen, einfach auch mit Gott zu reden, zu beten, Bibel zu lesen. Und ja, an einem dieser Vormittage habe ich auch den Psalm 25 gelesen. War da wirklich weinend gekniet, ich weiß es noch, und habe immer wieder dieses gelesen, zeig mir deine Wege, zeig mir deine Pfade, Herr. Und ja, das hat sich wirklich dann zu einem Gebet entwickelt, was ich wirklich über längere Zeit gebetet habe. Habe dann auch wirklich ein ganz schönes Lied, was darüber auch ging. Das hat mir Gott da einfach gegeben in der Zeit und das hat mir sehr gut getan. Habe das zeitlang, ja, war das mein Gebet und Gott hat wirklich dieses Gebet wunderbar erhört, hat uns ganz wunderbare Menschen zur Seite gestellt, die uns eine Zeit lang begleitet haben, die uns geholfen haben, Gottes Wort besser zu verstehen, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen, den alten Menschen und die alten Gewohnheiten, alte Altlasten einfach loszuwerden. Und wir waren sehr in der Esoterik verstrickt vor unserer Bekehrung und es war für uns so eine Erleichterung, einfach von diesen ganzen Dingen frei zu werden. Und auch zu spüren, wie Gott einen frei macht, wie er einem wieder Freude schenkt, Freude am Leben, Gesundheit. Ich wurde dann auch wirklich ganz gesund davon. Habe auch gar keine Probleme mehr damit. Und ja, einfach frei zu werden und sich für Gottes Wege zu entscheiden. Sehr viel Schönes und Wunderbares in unserer Familie passiert. Viel Heilungen, viel Wiederherstellung, viel Veränderung. Aber kennst du das, wenn wir aus diesem Tal rauskommen? Und ja, ich sage es manchmal so, ich mache das oft so, dass ich dann, oder ja, dass ich dann Gottes Hand mehr oder weniger loslasse und dann in meiner Kraft weitergehe. Und klar, wir können das machen, wir können verantwortlich unser Leben selbstverantwortlich leben, aber
Ich sage es ganz ehrlich. Und ich denke, da sind wir uns einig, dass in der Verbindung mit dem Heiligen Geist es viel einfacher ist. Also nochmal Psalm 25. Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Ich weiß, keiner wird scheitern, der auf dich hofft. Und in meinem Leben, mir ist oft der Stolz im Weg gewesen in Jesu Namen, der mir sagt, dass ich es alleine schaffe und dass es nicht wichtig ist, Dinge anzusprechen, Sachen offen zu legen, die nicht in Ordnung sind. Und wir sehen das oft auch bei den Kindern, wie gut es tut, Geheimnis aufzudecken. Und ich finde mal, Gott wirkt bei den Kindern so offensichtlich. Man sieht es da oft so klar, wie er das liebt und wie er einen da auch beschenkt, wenn wir diese klaren Wege mit ihm gehen und wirklich diese geheimen Dinge, die wir oft so für mich uns behalten, wenn wir das aufdecken und an da sein Licht reinkommen lassen. Aber ich denke auch immer wieder, dass man sich selber andere Maßstäbe anlegt. Aber ich denke, und das ist die Wahrheit, die auch im Wort Gottes steht, Gott hat den Überblick und Gott hat einen guten Plan mit mir, mit dir. Und in Jeremia 33, Vers 3, das ist für mich so die Telefonnummer von Gott, da steht, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Und das ist wirklich dieses Abenteuer, was wir mit Gott eingehen können. Es sind nicht immer unsere Wege, die wir so schön kontrollieren können. Das sind manchmal Wege, die wir uns nicht vorstellen, wo wir auch keine Ahnung haben, wie die ausgehen werden. Aber das Schöne ist, dass Gott immer ein gutes Ende hat. Er hat immer gute Wege, hat immer gute Gedanken für uns. Und das ist wirklich schön. Je länger ich auch mit Jesus gehe, und merke ich einfach, dass er einfach gute Wege hat. Wenn man zurückschaut auch, wo man denkt, das sind so viele Herausforderungen gewesen, aber er hat immer was ganz Gutes damit vor, auch gehabt. Deswegen ermutige ich dich sehr, dies regelmäßig und wirklich im Glauben Gottes Wort, seine Zusagen, seine Pläne, seine Ideen, die er mit deinem Leben hat. Auch die Geschichten im Alten Testament, wie mächtig er diese unfähigen, abgelehnten, zu jungen, zu alten Menschen gebraucht hat und befähigt hat. Und mit denen er Geschichte geschrieben hat, was uns jetzt auch zur Ermutigung, zur Erbauung dient und ja, einfach auch das zu tun, weil er tut es auch heute noch mit dir und mit mir. Ich möchte aber noch einen ganz anderen Aspekt der beiden Psalmen ansprechen. Im Psalm 18 steht ja auch, meine Burg auf unbezwingbaren Höhen. Und da habe ich mir einfach diese Burg vorgestellt und ich ermutige dich, das auch einfach mal zu tun, sich wirklich auch einfach mal bildlich Dinge vorzustellen. Ich meine, nicht umsonst ist die Sprache der Bibel so bildhaft, dass wir uns das vorstellen können, dass wir das annehmen können für uns. Und stell dir diese Burg ruhig mal vor. Also ich kann es nur sagen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich stelle mir sie vor als eine Burg, die so auf so ganz hohen Felsen liegt, umgeben von Wald. Und wenn ich rein will, muss ich erstmal über so eine Zugbrücke und durchstreite so ein großes Tor, das sich dann hinter mir schließt. Und stehe in so einem großen Vorhof und sehe diese Türme, auf die ich auch steigen kann und dann von dort aus wirklich diese Weite zu sehen. Und das ist das, was Gott uns auch zeigen will, diese Weite und diese schöne Landschaft, diese schöne Aussicht, was er alles vorbereitet hat für dein Leben und wie er dich gebrauchen will, auch in welchem Bereich und so. Und ja, und ich denke, diese Burg ist was, wo man wirklich, da bin ich gut versorgt, da habe ich meinen Raum, da esse ich in Gemeinschaft mit dem Hausherrn der Burg, mit dem himmlischen Vater, das mache ich jeden Tag, um mich einfach stärken zu lassen, einfach Freude zu haben auch. Und ja, diese Burg symbolisiert für mich Sicherheit. Und das ist für mich wichtig. Und da kommt keiner so schnell hin, der mir vielleicht was anderes will als Gutes. Da bin ich geschützt, da bin ich versorgt, da habe ich Zeit. Da habe ich Zeit zum Ausruhen, da habe ich Zeit zum Reden, da habe ich Zeit zum Schauen. Und
Was mir aufgefallen ist oder was ich mir gedacht habe, da führt keine große ausgebaute Straße hin. Wahrscheinlich muss man das letzte Stück sogar zu Fuß gehen. Und man braucht schon eine Karte oder ein Navi, um diesen Weg auch zu finden. Das ist nicht so offensichtlich. Und du musst auch auf die Schilder achten, wenn du von der Autobahn zum Beispiel runterfährst, um dorthin zu gelangen. Aber es lohnt sich abzubiegen. Und ich habe mir unser Leben so oft als Autobahn vorgestellt. Unser Leben, wenn wir das machen, wenn wir das leben, da ist einfach sehr viel los. Und alle fahren in die gleiche Richtung. Oder sie sollten es zumindest. Schlimmer wird es dann, wenn manche abbiegen oder zurückfahren. Aber wir fahren sehr schnell. Wir müssen sehr aufmerksam fahren. Jede Ablenkung kann fatale Folgen haben. Ich weiß, ob du das kennst in deinem Leben, auf dieser Autobahn zu fahren. Und da ist kein Raum für viel Nachdenken oder viel Ruhe, sondern da ist einfach Konzentration wichtig. Aber wenn wir Gott vertrauen und uns von ihm führen lassen, kann es passieren, dass wir uns dass wir von dieser Autobahn runter müssen. Da möchte ich noch lesen den Johannes 21, Vers 3 bis 7. Johannes 21, 3 bis 7. Das ist die Situation, Jesus war schon auferstanden, die Jünger waren frustriert und wussten nicht so richtig, was sie jetzt machen sollen ohne Jesus. Und da sagt dann Simon Petrus, ich gehe wieder fischen. Und die anderen Jünger sagen zu ihm, wir gehen mit. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jeder Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer und doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr gar nichts zu essen? Und sie antworteten, nein. Da sprach er zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Und es ist der Herr, der uns oft das Netz zur anderen Seite auswerfen lässt, der uns von der Autobahn manchmal runterbringt auf andere Wege. Aber es sind die Wege des Herrn und die sind gut. Und Gott hat mir es immer wieder gezeigt, um in seinen Wegen zu gehen, ja genau, müssen wir das Netz auf die andere Seite aufwerfen oder wir müssen runter von der Autobahn. Es sind Wege und Entscheidungen, Gespräche, die wir uns anders vorgestellt haben. Da hat es vielleicht dir den geraden, schnellen, einfachen Weg gerade zurechtgelegt. Und der Heilige Geist lässt dich unvermittelt rausfahren. Kennst du das, wenn das Navi plötzlich was sagt, was man erstmal überhaupt nicht verstehen kann und man doch den Weg besser kennt und sogar schon auswendig kennt? Aber glaub mir, beziehungsweise lieber unserem Vater im Himmel, diese schmalen Wege oder diese anderen Wege, auf denen du auch oft zu Fuß weiterkommst, die führen durch wunderbare Landschaften. Du kannst Blumen entdecken, versteckte Seen, nimmst wieder den Duft des Waldes und der Wiesen wahr. Ja, dieser Weg ist im ersten Augenblick für dich vielleicht beschwerlich und unbequem. Aber meist liegt es auch daran, dass wir für diese Art von Reise die falschen Kleider und Schuhe tragen. Aber du wirst sehen, dass du dieses Abenteuer nie vergessen wirst. Genieß die Aussicht an der Seite des Königs jeden Tag und den ganzen Tag. Er lebt in dir und er will dir ein gutes Leben schenken. Und in Jeremia 33 lesen wir nochmal, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. In Psalm 25, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Und dafür ausgerüstet zu sein, empfehle ich dir wärmstens die Bibel, Gottes Wort zu lesen, die dir zeigt, wie du wirklich bist und in den Augen dessen, der dich gemacht hat. Die Bibel, die dir den Weg zeigt. Und darin ist der Schild des Glaubens verborgen, das dich vor den Angriffen auf dem Weg schützt, vor allem in deinen Gedanken. Darin ist verborgen das Schwert, das Wort, um die Wahrheit über dich und dein Leben und Gottes Pläne mit dir zu erkennen. Ja. Dass du erkennen kannst, was Gott mit dir vorhat. Schuhe, um festzustehen auch und auch anderen den richtigen Weg zu zeigen. Einen Helm,
gegen Steinschlag, damit du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist und alle Schuld bezahlt hat, alles vergeben ist und dich nichts mehr treffen kann. Keine Anklage, kein schlechtes Gewissen, keine Scham, keine Angst. Er hat alles bezahlt. Und noch zuletzt eine Art Panzer um dein Herz, damit du dir ganz sicher sein kannst, dass dich nichts und niemand, dass nichts und niemand mehr dein Herz verletzen kann und darf. Du kannst es auch nochmal in Epheser 6 lesen. Da ist das nochmal ein bisschen ausgeführt. Und deshalb wohnst du ja schließlich auch in dieser sicheren Burg, damit du sicher bist, damit du ausgerüstet bist, damit du diese wunderbare Aussicht hast, damit du in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben kannst, damit du in Sicherheit bist. Und ich möchte dich ermutigen, dir die Situation in der Bibel ganz real und bildlich vorzustellen, um zu erleben, dass unser himmlischer Vater und König so groß und gütig ist und er es einfach so gut mit uns meint. Und er hat den Himmel her durch Jesus wieder auf die Erde gebracht, damit wir eins mit ihm sein können. Ich möchte noch beten. Wunderbarer himmlischer Vater, ich danke dir so für deine Gegenwart, für deine Größe, für deinen Schutz. Und wenn wir in deiner Nähe sind, sind wir sicher und geborgen. Und wenn wir deine Worte glauben, gehen wir einen sicheren Weg an deiner Hand. Und dadurch können wir sogar wie Adler auf den Wind deinen Heiligen Geist warten und uns von ihm tragen lassen. Danke für dieses Gnadengeschenk. Und wir loben und wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.